So, moin, liebe Zockerfreunde. Willkommen zu einer weiteren Folge Astroneer. Und ja, da ich ein Gedächtnis habe wie ein Sieb, weiß ich nicht mehr, was ich tun wollte heute. Ich muss mich mal eben kurz umschauen in der Hoffnung, dass ich getriggert werde. Aber ich glaube, ich wollte mal in diese Richtung, weil da ganz viel Zeugs war. Ich renne da mal eben ganz kurz hin. Zack, zack, zack. Dieses komisches Zeug. Da hinten war... Genau, ja. Ich wollte mal in diese Richtung. Dann werden wir das mal tun. Wo ich die Luft ziehen kann. Okay, von diesem Teil. Dann machen wir das, glaube ich, mal. So. Hinstellen. Ist ein bisschen mittig von den beiden Sachen hier. Ein bisschen. Ja, und mir kam auch so eine kleine Idee, wie ich vielleicht doch in die eine Höhle komme, wo ich das öfter mal gestorben bin. Wenn ich vielleicht so rundrum ein bisschen mir einen eigenen Weg darunter baue, könnte es vielleicht sein, dass ich nicht gleich wieder verrecke, weil ich einfach zu behämmert dafür bin. Ist jetzt einfach mal so eine Vermutung. So, wir gucken mal, was dieses schwarze Zeugs hier ist. Okay, ich wollte eigentlich das schwarze Zeugs. Na gut. Wir nehmen alles mit. Was geht? Organische Ressource ist schon voll. Graphit. Einmal Graphit ist voll. Okay. Das ist ja nice. Und hier... Wow. Ne? Das ist ja mal gar nicht wenig. Ganz viel Gemisch. Dann nehmen wir doch gleich zweimal mit. Wer das denn einsammelt. Ja, noch nicht voll. Jetzt. Und dann renne ich mal einmal zurück und gucke mal, ob ich irgendwas mit Graphit schon herstellen kann. Wie gesagt, zwischen der letzten und dieser Folge habe ich eine kleine Aufnahmepause gemacht und ja, natürlich auch so ein bisschen gerätselt, was ich noch so alles tun kann in diesem Spiel jetzt. Und ich denke aber, ich muss mich mehr umgucken, um Sachen zu finden. Genau weiß ich das natürlich nicht. So, mittelgroßes Lager, dafür brauchen wir Harz, mittelgroße Plattform brauchen wir jetzt nicht. Rover-Sitz haben wir. Und einen mittelgroßen Drucker haben wir auch. Und da können wir noch nicht viel herstellen. Das ist es ja. Plattform brauchen wir nicht. Irgendwas. Ich weiß nicht, ob ich auch erstmal was herstellen muss, um hier was freizuschalten oder... gute Frage, ne? Was haben wir denn hier? Startplattform. Große Plattform A, zweimal Harz. Vielleicht bauen wir die einfach mal.
Wenn wir dann wieder Harz finden. Oder haben wir Harz im Lager? Ich glaube, wir haben Harz im Lager, ne? Joa, wir haben Harz im Lager. Kick an. Na toll. Forschungsgegenstand. Weiß ich auch noch nicht, was ich damit anfangen soll. Steuermodul. Okay, er sagt erstmal gar nichts. Ich kann ihn aber auch irgendwie nicht mit Strom versorgen, oder bin ich jetzt behämmert? Rüste Harz einfach mal aus. Ja, das ist dann jetzt wieder... Ich bin wahrscheinlich zu behämmert, ich weiß es nicht. Aber eigentlich... Ich will den gerne mal von unten angucken, ob der... Aha! So kriegt er nämlich Strom. Alles klar. Das heißt, wir brauchen doch irgendwie noch eine Plattform. Ich würde den hier gerne... Hallo? Spiel? Danke. Das heißt, braucht doch noch so eine Plattform. Jetzt bin ich da fast wieder abgestürzt, weil ich mich dämlich anstelle. Dann gehen wir mal hier hin. Mittelgroße Plattform. Roversitz, mittelgroßer Drucker. Ne, wir brauchen die mittelgroße Plattform. Dafür brauchen wir Harz. Jupp. Haben wir ja. Ist ja nicht so, dass es uns an Ressourcen fehlt hier. Noch nicht, auf jeden Fall. Ne? Wird wahrscheinlich irgendwann anders sein. So. Druck. Tada! Ist auch wirklich nur für einen. Weiß ich, sollte ich hier hinbauen? Ey, das ist aber auch wieder so. Ich baue das mal so hin. Weil dann kann ich nur noch. Ups, falschen Knopf. Vorne links laufen, dann kann ich da wesentlich abstürzen, weil. Glaub mir, ich kann das. Okay. Ja, und jetzt stellt sich die Frage, warum habe ich den so weit weggestellt? So. Jetzt habe ich gerade einen Bewegungsablauf wie ein freilaufender Kühlschrank hier, weil ich das Ding... Und lass mich raten, jetzt druckt das scheiß Ding. Oh, ey. Ah, genau, und mir fiel noch was ein. Super, ich glaube... Ich hatte mich ja gefragt, was ist der Kanister? Ich glaube, das ist das, damit ich Erde, die ich aufgesammelt habe, wieder irgendwo hinstreuen kann, um mir was zu bauen. Deswegen wollte ich den einfach mal herstellen. Werkzeug, genau. Jetzt könnte ich... Wenn ich Alt drücke... Nö.
Schade. Oder brauche ich erstmal mal wieder was aufnehmen? Ah, siehst du? Meine ich doch. Weil wenn der jetzt nämlich gleich hier druckt, fällt mir das da ja irgendwie in den Abgrund. Das wollen wir ja auch nicht. So, nicht wegnehmen. Innen machen. So, jetzt. Ja, ich muss ja erstmal gucken. Große Plattform. Forschungskammer. Einmal Harz, zweimal Gemisch. Siehste. Hätten wir das mal gleich gemacht. Ich Ochse, ey. Große Plattform A. Mhm. Aber ich sehe gerade noch ungefähr hier wollte er das hinklatschen. Was hin. Oder kann ich die irgendwie bewegen? Das wäre noch einfacher. Man weiß es alles nicht. Jetzt habe ich nichts mehr. So, jetzt gucken wir mal, ob das so klappt. Sag mal, wo will denn der ganz hindrucken? Brauche ich mal eben eine schnelle Idee. Woanders hin. Frage ist halt nur, ist das Kabel nachher lang genug? Das werden wir jetzt rausfinden. Nein, ist es nicht. Ha. So. Dann stöpseln wir einfach gleich unser schönes Solarmodul um. Steht mein Astronom.
Haut hier im Weg. Zack. Ja. Ihn einmal raus. Andere Richtung. V. Das sollte funktionieren. Ach, Mann. Muss mich echt erstmal wieder an Tastatur gewöhnen, ne? Drück dauernd die falschen Knöpfe. Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm. So, was wollten wir denn bauen? Großen Drucker? Nee, warte mal, wir wollten auch nicht die große Plattform, wollte ich auch noch nicht. Ich wollte die Forschungskammer, dafür brauchen wir noch einmal Harz. Und dann brauchen wir auch bald wieder Harz. Ups, falscher Knopf. Harz. Jetzt ja nicht unbedingt einstecken. Dann brauchen wir Gemisch. Das Ganze brauchen wir nochmal. Und dann legen wir auch schon los, würde ich sagen. F untersuchen und drucken. Und es dauert ein bisschen länger, so lange kann ich gar keine Geräusche machen. Miep, 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 miep. So, meine Fresse. Das wird auch ein Riesenteil. Forschungsstation. Wohin mit dir? Ich will echt mal wissen, ob ich hier bewegen kann. Nee, ich muss hier bauen, ne? Naja gut, ich könnte ja... Die kommt auch auf den Tisch, wa? Kommt auch auf den Tisch. Ja, leck mich fett. Aber dann kommt das ja jetzt endlich mal hier in Gange. So, Forschungskammer haben wir. Großen Drucker brauchen wir erstmal nicht. Große Plattform A. Jetzt die Frage, wenn ich mir das jetzt so angucke, ist das für etwas, was wirklich so 4 Steckplätze hat? Oder kann ich da auch 2 kleine drauf machen? Auf jeden Fall brauche ich dafür Harz und Harz habe ich eh nicht mehr. Also ich muss Harz finden. Ich muss Harz finden. Und dich hier. Ah, ja, dafür brauche ich dich. Also okay. Haben wir das auch geklärt. Ich brauche Harz. Ein Harzvorkommen. Denn gehe ich doch mal zum Jobcenter und hole mir Harz 4.
Und das Ganze machen wir, glaube ich, dann in der nächsten Folge. Werden uns ein bisschen Harz besorgen, werden mal gucken, was die Forschungsstation uns bringt. Wir haben da ja hinten schon Objekte zum Forschen. Und dann gucken wir mal, was wir uns noch so bauen können. Vielleicht auch nochmal den großen Drucker. Vielleicht bringt der ja auch nochmal was mit, von wegen, dass wir da wieder neue coole Sachen bauen können. Vielleicht ja auch Sachen für den Rover, das wäre ja cool. Das gucken wir uns dann aber mal an. Wie gesagt, das machen wir in der nächsten Folge. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denne.